Hallo Leute zu einer weiteren Folge TTT und heute mal wieder mit wundervollen Leuten, nämlich Shiri, Sepp, Anna, Magnus, Gigix, Frigo, Delo, Carol, Star und mit dem Josh, guten Tag. Grüezi. Schönen guten Tag. Annyeong. Ich nehme die Nummer 3. Später bin ich wieder. Die Nummer ich bleibe drei. Bei schönen guten Tag. Ja, Frigo, bist du das? Ich habe was, ja. Hast du eigentlich wieder eingestellt, dass es drei Traitor sind oder hast du eingestellt, dass es zwei sind? Nee, hat er gerade gemacht. Aber Frigo, ich will dir ein kleines Geschenk. Oder hast du es wieder verpasst? Wenn du mich verpasst, anschießt. Ja. Ich kann das nicht droppen, warum kann ich das nicht droppen? Was? Die konnte man noch nie droppen. Ich weiß, die Geste sehr zu schätzen. Mann. Aber du weißt, was ich vorhatte. Ich weiß, die Geste sehr zu schätzen, ja. Ja, weil das ja dann. Geste Schmester, sag ich mal. Gesten Schmester? Gesten. Kriegst ein Headpad damit Gesten, dafür. Dresden. Geste nach Dresden? Nee, Dresden sieht ja nicht so gut aus. Was? Dresden ist an sich keine schöne Stadt. Dresden ist absolut nicht schön. Hast du schon mal Dresden probiert? Die haben zwei schöne Ecken und danach der Rest. Also ich persönlich finde Köln auch gut. Dingo, ich glaube, du hast die Alarmanlage ausgemacht. Also wir haben einen Dom, das reicht. Ja, den finde ich hässlich. Von dem Auto? So, jetzt erstmal Schiri töten. Das ist ein Auto. Ja, das ist ein weißt du, dafür haben wir wenigstens nette Leute, anstatt bei dir da. Was ist denn das da? Hä? Da haben wir wenigstens Leute, die sagen, ach ja, andere Städte können auch schön sein, aber nein! Boah, ey, unglaublich, ey. Jetzt erstmal ein Stück Käse. Es ist gut. Das waren die drei Sätze, die mein komplettes Leben beschreiben. Köln, Liebe und Käse. Fehlt eigentlich nur noch Bernd gerade. Ja. Genau. Selbst ist auch on Sniper. Nein, Position. Drei Sätze. Ja, natürlich. Ja, ich mag. Ja, das will ich doch hoffen. Köln, Liebe. Ich finde Köln echt nicht so schlimm. Nein, es war ein Satz so, gegen andere. Dann ich finde es nicht, so nicht schön. Entschuldigung. Das ist meine übliche Reaktion auf sowas. Ich finde Köln nicht schön. Ist okay. Es gibt doch okay, Leute, die mögen keinen Sex, aber das ist halt auch einfach bescheuert. So. Es gibt halt asexuelle. Was eine Nein. So, also den töte ich jetzt auch noch. Okay. Jemand, der meine Argumentation halt, stopp, jetzt halt, auch stopp. Nicht mag, wer ist auch okay. Wer auch gerade immer das gemeint, nimm mal den Vertrag auf, der da liegt. Dann entscheide ich neu, was ich tue. Nein, TJ. Kann man nicht. Oh. Doch, ihr müsst nur... Never ja, gut. Okay. Cool aus. Müsst nur nah genug. Nein, hallo! Der Sepp schon wieder. Wo ist er denn jetzt hin? Ach, egal, ich geh einfach weg. Überlebe ich so eh nicht. Ich wechsle mal die Waffe. Okay. Nein! Okay, das wird jetzt. Nein! Das war nicht gut. Da ist sie. Hallo. So. Hallo. Achso. Die ist wieder weg. Ich krieg die Krise. Ja. Eine äußerst gute Situation, würde ich sagen. So, du weg, du rein. Danke. Oh, du weg, ist du rein. Wurde der Shinigami gerade davor? Du weg, oder du rein. Erschossen hier? Er ist wahrscheinlich einfach nur umgefallen. Hä? Ich hab die gerade gesehen. Wo ist sie? Ah, da? War du Shinigami? Das müsste sie sein. Shinigami. Ich will eine andere Waffe! Mann! Magnus, wo ja, bitte? Sind sie denn? Er ist in dem Kastenhaus. Haus. Er geht gerade hinten raus. Nein. Aus dem kleinen schönen Haus beim roten Häuslein ist er gerade irgendwo gewesen. Nein. Irgendwo da im Vorgarten entlang gelaufen. Doch, nein. Ich hab's genau gesehen mit meinen eigenen drei Äuglis. Warum hast du drei Augen? Die Frage stelle ich mir gerade aber auch. Ja, zählen war also, noch nie selbst stärker, aber. In dem großen Holzkasten auf der Straße, der Mann, der ist tot. Anna, der ist ein Titan. Frech. Ja, aber die haben Intellekt. Trotzdem keine drei Augen. Ich hab drei Augen. Meine also, zwei plus die Sniper. Richtig. Ja, du hast dich nicht gesehen, oder? Okay, damit kann ich leben. Ich hab dich gesucht und nein, als du mich geschossen hast, da hatte ich einfach nur, da war ich geblendet. Also so habe ich mich gefühlt. Josh, das war übrigens vorhin ein schönes Mexican Standoff von uns beiden. Ich hab nie geschossen. Ich hatte halt nie so, dass ich sage, ach komm, schießt du jetzt? Aber ich dachte mir immer so,
Hm, guck da gerade mal nicht hin. Kannst du? Nee, kannst du nicht, der guckt. Aber irgendwer hat den Spy du hattest die Dach Taschenlampe geschossen. An, oder? Wer war Spy? Ich hab Rigo und Shiri gehabt, glaube ich. Okay. Am Anfang konnte ich ja noch frei schießen, weil war ja nur Necro, also alles, was nicht macht, da darf ich drauf schießen. das war als Pirat ist das mal ganz schön. Das glaube ich gerne. Bist du jetzt schon, oder wie? Bitte nicht zum Reflektor schießen, danke. Ich bin der Tech-Schalter? Nicht Fairlock. Ach, wo? Doch, ich bin Shadow-Frigo. Schieß ihn ab, schieß ihn ab! Nein, ich hab mich versneakt. Ich campe jetzt. Ich seh dich übrigens. Du läufst im Kreis gerade in der Mitte einer Kreuzung. Hallo, Shiri. Das ist ein Shotgun! Das ist keine Shotgun. Steinig, mach dir einen nice Stand-Off! Frigo Shiggy! Stein ist irgendwas! Stein kommt wieder! Was ist das für ein Stein? Wieso kommt der denn wieder? Weil er seine Leiche gerade. Hä? Die Leiche liegt noch genau an dem Punkt. Frigo, du bist wirklich low. Warum wurde es nicht angezeigt? Und wen ich hab her da auch! Ja, aber ich kann ihn nicht confirmen. Also ich kann ihn confirmed, aber es spielt keine Rolle. Alter, das war ein Attentat auf dich. Ach, keine Ahnung. Warst du Shiri? Nee, da gebe ich dir recht, ja. Das kam von oben. Da steht nur Traitor, das ist ein Traitor. Das war bestimmt. Ja, aber es stand nicht oben in der Ecke. Wo? Djix, du weißt, ich würde dir nie was tun. Ja, das weiß ich. Ach, wer ist denn da, Necro? Oh, wenn jetzt hier Zombies um die Ecke kommen, ich schreie. Tun sie, Josh ist Necro. No, bin ich nicht. Aber anders abhauen gewesen. No! What? Geplant! Gib mir das Ding! Hast du jetzt genug Zombies? Nein, eben noch nicht. Das ist das. Oh. Okay. Fang! Du. Gut, Zombies. Ich hab auch eine Diegel. Rette mich. Oh. Rette mich. Ich hab die bessere Diegel. Gut gemacht. Das ist bessere Aim. Ja. Das waren zwei Waffen. Einmal also, eine Diegel und einmal eine Shotgun. Ich war unterschiedliche Waffen. Ich konnte mich nicht mal zu irgendwas schießen. Du hast mich nicht getötet. Gary, das musst du dir auf jeden Fall mal angucken, wie das Ding in deinem Kopf gelandet ist. Ich hab mich einfach nur erschreckt und irgendwo so in den Himmel gezogen. Und das war ein Header dabei. Ich sehe nur, du kommst auf mich zu und jetzt schießen und auf einmal bin ich tot. Okay. Oh Gott. Alles klar. Alaska. Hey, aber ich habe halt extra die Lampe ausgemacht, weil die Ecke einfach nur dunkel. Doch. Ich habe gesehen, du hast das Ding geworfen, PhD-Flopper getrunken, runtergesprungen. Ich dachte nur so, hä, wie bist du da hingekommen? Ja, war gut, ne? Der wäre echt gut, ja. Du bleibst fern, ich bin jetzt wirklich Traitor, jetzt bleib weg. Frigo! Frigo! Macht euch vom Acker, sonst ernte ich euch. Ich hab doch nur gesagt, willst du einen Vertrag? Ach so. Ich möchte einen Vertrag. Ja, wo bist du? Ja, schon, sehr gerne. Mitte auf dem Platz, hinter Shiri. Shiri! Wusste ich doch, dass hier was ist. Wait, what? Shiri wurde gerade angeschaut. Nein, das waren Schildkröten. What? Hallo, Nixel. What the? Carol, ich nehme den Vertrag gerne. Hold up. Eigentlich war das mein Vertrag. Das ist eine Schildkröte. Was? War eigentlich meiner. Lass mich kurz durch, ich muss auf die Straße. Ja, ich dachte, das ist Yoshi gewesen. Ich hab einen Bumerang. Nein, irgendwer sniped. Nee, das ist ein Twitch. Ja, das ist Frigo, der ist dahinter. Und mein Pirat ist tot. Ja, Magnus. Der hat auch einen Bumerang. What the fuck? Hallo, GJX. Oh Mann. Oh. Frigo? Magnus? Frigo? Magnus? Meine Waffe ist verbrannt. Frigo? Ich sehe sie nicht mehr. Shiri?
Frigo? Ja. Ah, das ist lang, was? Ja, das ist aber eine sehr lange Leitung. Ich bin beeindruckt. Ja, 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 das ist aber schön. Hallo Sepp. Oh. Mir Sepp ist gleich weg. Ja, dann mach das mal bitte schnell. Ja, ich treffe ihn. Das ist ein bisschen suboptimal. Das Problem mit der Sache ist, man muss halt treffen. Das mache ich. Nicht. Warte, hier, 360. Hallo? So, treff doch! Es liegt! Deswegen treffe ich ihn nicht. Er ist hinter Blaster. Und gütiger. Da ist ein Laster. Das ist ein Laster. Tatsache. Oh oh. Scheiße. Huch! Wer lebt denn noch so schönes? Treffen wir uns auf der Straße? Ach so, das. Ja. Trober? Ja. Wie viel Leben hast du noch? Ich hab nur 5 HP. Okay, dann schlag mich dreimal mit der Crowbar. Okay. Ich bin in der Mitte, aber ich will Kreuzung. Ich will nicht dann in der Nähe, wo dein Geschütz ist. Ist tot! Ach, das ist meiner. Ich bin an der Kreuzung und du so? Ja, ich bin gleich da. Alles klar. Wie lange noch? Du musst viel Treppen laufen. Okay. Sag mal, wenn du noch 5 Sekunden so brauchst. Hm. Ich bin genau wieder mit hinter dir. Da liegt auch ein Laster. Bitte dreimal mit der Crowbar schlagen. Ja, komm hierher. Bin hier. Wenn du mich mehr als dreimal schlägst. Nein, ich schlag dich nicht mehr als dreimal. Irgendwann, ich muss kurz diese Geräuschkulisse identifizieren. Komm mal kurz hier, guck dir das mal an. Was ist das? Hilfe, lass uns die Crowbar-Battle machen. Los geht's. Ja, warte, fest. Ich will nicht, dass ein Trude auf mich schießt. Okay, perfekt. Oha! Das war mega. Shiri! Do it! Run! Hilfe! Verdient! Ich habe gesagt, es geht los! Verdient! Verdient, sagen sie, verdient. Frigo, ich bin in deinem Team und ich sag, dass sie es verdient hat. Hallo! Ich bitte dich! Ich hab aber. So, um dann die ganze Zeit da reinzulocken und dann ist er wirklich. Ich fand's traurig, dass meine Waffe einfach verschwunden ist. Ja, ich kenn das Problem. Die war einfach weg. Verschwunden. Ja, ich find's traurig, dass ich in random HEs reinlaufe, die irgendwo mitten auf den Platz geschmissen wurden. Ja, das war das echt passiert. So. Ich seh so, okay, das gut, die Person ist gerade um die Ecke gebogen und dann sehe ich dich volle Kanne reinspringen, sprintend durchlaufen. Ja, gut, so, auf der Straße würde ich so eine HE halt einfach nicht werfen. Ja, doch, immer. Immer. Ich schmeiß die gerne einfach mal rum und normalerweise ist da auch nie jemand. Aber ja, du warst halt dann dummerweise auf einmal. Manchmal ist dann doch jemand da. Ja, manchmal ist das nicht so. Over the rainbow. Schießt Anna Fässer an. Was? Okay. Tut sie das? Die Strophe kenne ich noch nicht. Nein, wer auch immer da gerade war. Die ist auch neu, aber okay. Man weiß ja nie, was diese Hawaiianer alles so singen. Ja, die Hawaiianer sind echt cool drauf so. Ja. Warte mal. Was wär's, Jana? Masiana. Hawaiianer. Scheiße. Will ich das, was du machst? Ist ein Zombie, warte. Was, wo ist Zombie? Also hier, hier nicht. Ich geb nicht, warte. Ah, okay. Ja, gut. Hätte ich jetzt auch gehabt. Marco, das war Shiri. Marco, das war Shiri. Okay. Jetzt bin ich gemarkt, verdammt. Oh, verdammt, wer ist Marco? Shiri! Wer ist Shiri? Shiri, willst du vielleicht hier in den Raum reingehen? Manhex! Okay. Guck mal, jetzt kann. Das ist schön, Shiri. Und auf der anderen Seite ist dein Karol. Was? Ah, Manek! Oh ja, Bernd. Warte, hast du gerade dich über das Manek gefreut? Ja, das Hans Werner Wurst? Ah, ich werde gekillt von dem Teil. Ja, wie oft willst du hier noch im Kreis? Ich laufe krass. Warum ist das Manek hinter mir her?
Weiß ich nicht. Naja, ich bin schon gemarkt. Ich schieße jetzt mit der Gun in den Arsch. Was? Ich hab das Männer gemacht. Ich lasse mal alleine Spaß. Ich weiß jetzt auch nicht, was das für ein Ziel ist. Markus, gefällt's dir denn? Es folgt mir gerade auch. Wir müssen Erich fragen. Jetzt wird eine Sprachnachricht einmachen. Hallo Eri. Wirklich von hinten angeschossen. Hallo Eri. So, Shiri, du solltest auch noch mal was tun. Bist immer ein Marker. Aber ich trau mich nicht. Moment, aus. Moment. Ich mach ja, weiß ja keiner, dass du Marker bist. Warte mal, ich hab doch Eri hier. Außer ich bin gemarkt. Eri. Ja, das ging sehr schnell. Hallo Eri, wir sind gerade mitten in der Aufnahme und Magnus hat sich die Frage gestellt bezüglich seiner Fetische, ob er es mag, mit der Paintgun in den Arsch zu kriegen. Bitte um zügige Antwort. Also, danke. Also nicht die Microsoft Paintgun. Ne? Ich denke, das kriegt er hin. Ich hoffe es. Das Problem ist, Eri könnte gerade schon schlafen oder immer noch schlafen und jetzt aufstehen. Du, du bist gerade sein Wecker. Oh, ja, wahrscheinlich. Ich denke, er sollte schon wach sein. Eri? Nein, Eri schläft noch. Gigi, wo wurdest du? Oh, das ist ja gestorben. Ah, das war Carol. Das war gar nicht Shiri. Nein. Oh mein Gott, ich habe es eben noch nicht gesehen. Ich war noch nicht gemarkt bis eben. Oh mein Gott. Ja, aber du hättest ja eh nicht auf den Marker schießen können. Nein! Yeah! Verdammt, ich wollte gerade das siehst du sogar wirklich nach hinbekommen. Ich habe sie halt nie so wirklich gesehen. Ich auch nicht, Leute. Ich habe mir die Frage gestellt, wenn ich als Necromancer eine Fake-Leiche lege und diese wiederbelebe, was dann passiert? Das bist du ein Zombie. Dann bist du ein Zombie. Dann bist du ein Zombie. Bist du dein eigener Zombie. Ja. Ich dachte, ich wäre so ein Ultra-Zombie, aber es entsprach nicht einfach nur ein normaler Zombie. Nee, leider ist sie nicht. Aber du sorgst für super Verwirrung, weil alle denken, okay, es muss doch ein Necro geben. Und alle gemarkt. Deswegen, wir waren alle abgelenkt. Ja, das ist auch eine gute Frage, Dale. Wer macht Frigo zum Zombie? Magnus fragt sich immer noch über seinen Fetisch aus. Ist das nämlich ja, das sowieso. Jetzt für den nächsten Marker muss ich das ja wissen. Jetzt schlägt wieder Traitor ein bei mir, warte kurz. So, jetzt reicht's. Oh, was? Du bist auch Traitor? Okay. Das ist ja toll. Aber, Shiri. Ja. Bist du auch Traitor, Carol? Wie kommst guck mich darauf, doch mal an. Dass du Leuten eine Markergun in den Arsch stammen willst? Ach, da. Ja, du hast ein schönes Käse. Du siehst bunt aus, der Arsch. Wow. Ach so, es gibt einen Marker, ne? Es gibt irgendeinen Marker. Bunt oder wund? Hallo. Ach, Bund oder Wund? Marker, was hast du gerade gesagt? Nein. Irgendjemand ist Marker. Hallo. Wir können über alles reden. Okay, wir können über alles reden, Marker. Nee, das sind, ich habe heute noch gar keine Schildkröten rufen hören. Oh, das sind wirklich Schildkröten. Was? Nee. Das sind optische Tiere. Kann sein? Delos, glaube ich, Marker, oder? Nein, Sepp ist es. Ah, ach, klar, derjenige. Oh mein Gott. Da waren die Schildkrötenschreier. Hi, Delo. Du hast drum gebeten. Sepp ist neben dem Haus von oben. Hey, ich bin kein Traitor. Neben dem Haus von oben? Ja, wo man oben sein kann. Ich stehe oben drauf. Und Sepp hat von oben ist runtergefallen. Nicht mehr reduzieren. Nein, nicht mehr reduzieren. Herr Frigo, ist das eine böse Melone oder eine gute Melone? Das war eine gute, das war eine Jeling. Aua, das war eine Granate. Gehen wir auf Markerjagd? Ich hoffe einfach mal, dass es bei... Ihr könnt einfach den Marker confirmen. Gigix läuft genau geradeaus. Links, geradeaus. Und dann machst du gleich einen 360 und dann müsste der auf der Treppe liegen. Ja, passt, ne? Ja, ist Anfang Treppe. Was? Das ist ja interessant. Jetzt bin ich verwirrt. Frigo ist schon wieder Trader und hat sich selbst... Carol hat ihn identifiziert. Ich weiß nicht, was die da veranstaltet haben. Wahrscheinlich ist es ein Fake-Leiche. Spaß? Und Frigo. Wartet mal, ich zeig euch den Frigo. Oh, ist eine Melone. Oder hat die Melone geknallt? Nein. Wo ist der Frigo? Warte, ich bring ihn raus. Gigix Shiri. Hi, hier ist der Frigo. Anna. Das ist eine Schildkröte, Achtung. Oh ja. Hab sie kaputt gemacht. Ich bin noch haltbar. Ja, sag ich doch. Nicht mehr lange, wenn Frigo ist noch... Frigo noch haltbar. Hier ist Frigo. Carol? Ja, den nehme ich. Keine Punkte. Ich geh mal ganz sanft ab. Den nehme ich mit. Machen wir Frigo. Häng wir ihn an die Laterne. Damit. Ja! Laterne! Oder auch nicht. Häng wir ihn an die Laterne. Ja, doch. Oder auch nicht. Häng ihn an die Laterne. Das war ein interessanter Leck. Echt? Der war wirklich interessant, ja. Sportlich aus. Ja, ja. Das sieht doch wunderschön aus eigentlich. Wo hat der Frigo denn jetzt hingehängt? Ach da. An die Laterne. Drama Queen, einen Arm nach oben. Ja, das ist. Er ist begeistert, okay. So.
Wer ist denn jetzt noch böse? Yoshi? Nein. Ah, nee. Yoshi ist gut. Ich habe mich jetzt nicht irgendwie confirmed, außer mit meiner Nein-Aussage, aber. Aber ja. Gigix ist mein Body da. Das erklärt, glaube ich, alles, oder? Wie lag, nee, Quatsch, ist ja. Schiri, ich glaube, das war gerade die Antwort auf deine Frage. Was? Was sind? Ach, egal. Wenn du nicht mal mitkriegst, wenn ich eine Schildkröte explodiert. Also, du Schwierige. Ja, aber dann ist es ja Carol. Confirmed? Also, okay, nee, sie war es nicht. Nee, so, der hat schon mal einen Fehler gemacht, so. Haben wir geschafft. Ich war unknown. Eine gute Chance. Oh, schade. Ich hatte gehofft, dass ich mich damit ein bisschen unverdächtig mache, trotzdem. So, da muss ja aus meiner Sicht ja Carol sein. Also, das ist eine Argumentation. Die Hoffnung war, da. Dass einfach Yoshi auch vielleicht weit genug weg ist. Ich dachte mir so, ah nee, komm, du hast einen Schläger, du nutzt ihn jetzt auch. So, dadurch, dass das ja heute die letzte Folge ist, Yoshi, machen wir ja noch mal ein bisschen länger als 20 Minuten. Das ist immer bei, ne? Die Sonntagsfolge ist immer länger. Genau, Sonntagsfolge ist immer länger als 20 Minuten, deswegen. Damit man sich immer schon drauf einguckt. Ja, es ist schon wieder Sonntag. Genau. Ja, schon wieder. Es ist schon wieder Sonntag. Hier ist der Flashback. Muss Frigo. Muss Frigo. Frigo. Aber große Angst vor ihm. Nein, für mich nicht. Angst, dass ich an Josh verraten werde, wo ich bin. Ich würde. Ich will eigentlich. Na gut, dann kommt. Ja, ich hab jetzt einfach mal hingespielt. Josh hat einen bösen blauen Hintergrund, der etwas tun kann. Einen bösen blauen. Oh. Bösen blauen Hintergrund. Ich bin wieder in deinem Haushalt, wo du ihm die Schildkröten geschossen hast. Also, Josh war mal. Ich bin sad, du hast meine Waffe. Oh, cool, komm. Läuft. Stehst du dazu, Sepp? In meinen Augen bin ich's nicht. Oh, super. In deinen Augen, ja. Dann vertraue ich dir. Ich hab auch keinen Timer gesehen, um ehrlich zu sein. Den hab ich gesehen. Ja, ich hab keinen gefunden. Wo ist er? Chili, Vorsicht hinter dir! Bällchen! Bällchen! Bällchen? Bällchen! Was? Bällchen! Ich hätte gern zwei Bällchen für den Becher. Reisbällchen! Josh, du kannst auch noch einen testen. Ja, nee, ich mach was anderes. Schon wieder Donnerstag. Die TTT-Aufnahme. Warum vergiftest du mich? Weil er Toastbrot mag. Was ist der Toastbrot? Die Erklärung gibt mal wieder gar keinen Sinn. Das war eine Random Gun, oder? Oh. Weiß ich nicht. Gibt hier keine guten Waffen. Was ist denn hier jetzt eigentlich los? Ich weiß es nicht. Ich bin vergiftet jeder und weint. Versteck mich hinterm Auto. Jeder weint und irgendwie nicht. Und ab und zu wird mal das WhatsApp-Intro gesungen. Also das Gift und hat jetzt aber keinen. Und dann sprüht hier irgendjemand noch wieder Bruder muss los. Aber Schiri, der Wein kickt doch nicht, oder? Nee, der kickt doch nicht. Oh, geht's nicht rein. Hallo G-Chicks. Hallo. Alter, wer ist denn da? Hallo. Entschuldigung, das war ich. Entschuldigen Sie, das war ich. Oh, Klopapier. Nee, Küchenrolle. Irgendwie. Alter. Ah, was blinkt denn so? Okay, ich verstehe. Herr Sepp? Nee. Guck mal, da ist eine Leiche, Anna. Hey, Anna, da hinten ist eine Leiche, die kriegst du nicht. Oh, shit. So. Die kriegst du nicht. Ja, Menschenskinder. Die riechst du nicht. Die riechst du auch alles nicht. Alles in Ordnung? Leichen riechen meistens ziemlich positiv. Cool. Wenn man sie mit Parfüm gefunden. Ich glaube, ich habe Carol gefunden. Ne? Hast du das? Gib mir einen Moment. Wolltest du in der Ecke shoppen? Ja, ich hab Statement? Tatsache. Statement? Well. Ich hab eigentlich noch eine bessere Waffe gesucht und ich dachte, hier wäre vielleicht irgendwas in den Händen. Ich wünschte mir auch, es gäbe eine bessere Waffe, aber nein, ich laufe immer noch mit meiner Farmers rum. Farmers? Ich komme mit dir überhaupt nicht zurande irgendwie. Okay, ist schon mal jemand tot. Oh, Carol wird wieder belebt. Ist bald hinter euch. Carol wird wieder belebt. Oh mein Gott, wir haben Schneeko. Hustet erstmal gestärkt. Ja. Ah, das kann ja nur ein Zombie sein. Vielleicht ist er auch ertrunken. Oh, Achtung, Roman. Vielleicht hat sie sich in ihrem Tee verschluckt. Carol ist ein Zombie. Ich glaube. Nein, ich glaube, sie hat sich an den Tee verschluckt. Interessante Zombie-Geräusche. Das war, glaube ich, die Bestätigung des Tees. Nein. Oh, da ist ein Zombie. Eieiei. Was ist das denn? Ach,
Ist das eine Wolke, durch die ich gerade durchlaufe, oder was ist hier los? Das sieht weird aus. What the fuck? Was ist mit der Beleuchtung? Jetzt werden wir auf einmal los. Du hast das Problem auch, okay. Ja. Bewegen sie sich selbst. Okay, es ist ziemlich blau plötzlich, habe ich das Gefühl. I'm blue. Hey, Shiri, warum schießt du auf mich? Ich bin doch... Hä? Ich hab gedacht, du bist der Zombie-Macher. Oh, Alter. Roller Meinus. Oh nein. Rollus Meinus. Es tut mir leid, Magnus. Der Zombie kam genau aus der Richtung, aus der du auch kamst. Ist okay. Oh. Verdammt. Ist er nicht süß, wenn er erschossen wird? Wo ist Frigo? Das ist Sepp. Nein, Sepp nicht. Oh nein, ich habe einen Zombie. Egal, was, ob du Necro warst, du kämpfst jetzt mit mir dagegen. Nee, du warst Necro. Achso, okay. Oh Gott, 10 Schuss. Bin seit Runden Anfang tot. Oh, verdammt! Und ich versuche ihn die ganze Zeit zu finden, um ihn zu meinem Detective zu machen. Ich bin die ganze Map abgelaufen und habe ihn nicht gefunden. Ich bin in der letzten hintersten Bahnhofsecke, weil ich da rücksichtslos von einer gewissen Person erschossen bin. Ich weiß nicht. Ich meine die gewisse Person. Ich bin einfach wirklich. Ich bin auch eine gewisse Person. Ich habe ein Radar gehabt und bin immer zu den Punkten. Ja, okay, da muss Frigo sein. Okay, das war aber dann, glaube ich, jetzt die letzte Runde. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen dieser Folge. Und schaut auch gerne morgen wieder rein. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Auf Wiedersehen. Grüße meine Lauchsuppe.